Hallo, hier sind wieder Bärbels Deko-Ideen. Ich mache euch heute ein Gesteck, ein rundes, auf einem höheren Gefäß. Ihr wisst, ich sammle immer alles. Ich habe hier so ein Körbchen voll mit gesammelten Kugeln aller Art. Ich habe getrocknete Hortensien. Ich habe ein bisschen geschnittene Tanne. Und daraus werden wir jetzt was fertigen. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das Grundgerüst für dieses Teil gemacht habe und dann bestücken wir das schön. So, für das Grundgerüst habe ich einen Maschendraht, den habe ich aus dem Baumarkt. Das ist so ein Hühnerdraht und Altpapier und eine Rolle Bindedraht. Ist aber gar nicht unbedingt wichtig. Ihr könnt auch einen Bindfaden oder irgendetwas nehmen. Und dann habe ich, also ich habe jetzt hier mal so ein Seier genommen, den ich hier noch hatte. Ich fand, der ist ganz gut dafür. Ihr könnt aber zum Beispiel eine Champagnerschale nehmen oder man kann es noch edler machen und man kann ja jede Schale, die man hat und die man schön findet, nehmen. So, ich habe jetzt ganz einfach das Papier einfach gefüllt. Und das nächste auch noch. Schön zusammenknüllen. So wird man auch das Papier los. Das drückt ihr so zusammen. Und immer so weiter und immer so weiter. Man nimmt immer zwischendurch mal einen großen, um das einzuwickeln. Und dann kann man wieder einzelne aneinander binden. So. Wenn ihr dann irgendwann das nicht mehr halten könnt, dann wird es einmal gebunden. Einmal befestigt, einmal rum wie so ein Paket. Und dann kann man eigentlich schon weitermachen. Also das könnt ihr dann immer größer werden lassen, je nachdem, wie groß eure Schale nachher ist. Wenn ihr damit durch seid, auf eure Größe gebracht habt, nehmt ihr diesen Hühnerdraht, packt das da rein und versucht es einfach einzupacken. Das muss gar nicht so ganz ordentlich sein. Hauptsache, es hat so ein bisschen den Kugelcharakter. Drücken könnt ihr hinterher immer noch. So wäre dann das Grundgerüst. So, ihr wisst jetzt, wie ich das Grundgerüst erstellt habe. Und an meinem Teil habe ich ja dieses Vorderteil schon fertig. Die Rückseite habe ich noch gelassen. Da zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Und zwar ist das eigentlich ganz einfach. Wir nehmen einfach die Tanne, fangen unten an und schieben die immer ein bisschen da unten rein. So einmal so durch, damit das hält von selber. Das können wir so nach und nach jetzt hier weitermachen. Ihr seht, der Maschendraht ist hier auch ein bisschen biegsam. Man kann das alles so durchziehen. Kommt drauf an, wie lang ihr das hier runter haben wollt. So, dass das immer ein bisschen runterhängt. Und so arbeitet man dann langsam nach oben. Immer oben durchziehen, dann kann das hinterher auch nicht rausfallen. Und das alles hinbiegen, wie ihr das möchtet. Nun hat er schon ein bisschen genommen.
Ihr seht, das ist relativ einfach. Man kann das dann auch immer noch so mal ein bisschen andrücken. Nach oben immer ein bisschen kleiner werden mit dem Tanne. So kleine Löcher sind, machen wir noch was rein. So, wir haben hier auch noch ein bisschen Kiefer. Die können wir dann auch noch mal einbringen. Das formen wir uns jetzt noch ein bisschen zurecht und dann gehen wir ans Ausdekorieren. So, jetzt wollen wir das gute Stück mal ein bisschen ausdekorieren. Ich habe hier zum Beispiel noch so ein paar Zweige, so gebogene. Die muss ich ein bisschen andrahten. Da lege ich einfach den Draht ein bisschen an, knips den ab und mache einfach so einen Widerhaken. Dann kann ich das ganz einfach ja auch in diesen Maschendraht hängen und drücke mir das so rein und dann sieht das so aus. Die anderen habe ich schon ein bisschen fertig gemacht. Nur immer aufpassen, dass ihr auch wirklich einen Draht erwischt, sonst fällt euch das irgendwann wieder runter, und ein bisschen zusammendrücken und fertig ist. Habe ich ein paar Federn, die können wir einfach da so reinschieben, die halten auch so. Wie gesagt, ihr könnt immer alles noch mal wieder hindrücken. Dann haben wir ja unsere Hortensien. Da nehme ich immer so kleine Stücke. Die können wir entweder auch andrahten, wenn ihr Bindedraht habt, einfach einmal rum. Kleinen Widerhaken immer. Und einfach reinstecken. So, wir können aber auch, ich habe jetzt hier eine Klebepistole, ich kann das auch ein bisschen kleben. Und das dann da reindrücken. So. Dann haben wir Kugeln. Auch da haben wir wieder kleine Haken dran aus Draht. Die hängen wir da einfach nur so rein. Wenn wir sie fester haben wollen, immer ein Pünktchen mit der Klebe dran. Habe ich noch ein. Damit hinholen. Am besten die großen jetzt nach unten.
So, dann habe ich das kleine. Die machen wir mit der Klebepistole. Klebepistole ein bisschen dran und einfach nur einen Augenblick andrücken. So, ein paar kleine Beeren können wir auch noch dazwischen schieben und so weiter und so weiter. Dann mache ich das mal fertig.
So wäre die Schale jetzt fertig. Ihr könnt es euch noch mal ein bisschen zurechtdrücken. So, man kann alle Farben machen natürlich, Silber, Gold, was man so möchte. Man kann es noch mit Lichterketten verzieren. Ich habe hier eine liegen, habe mich aber dagegen entschieden. Ja, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr Lust habt, das mal nachzumachen. Wenn euch das gut gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Dankeschön, tschüss.